Das ist ein einfacher Weberknoten, der nennt sich Kreuzknoten, weil man die Fäden über Kreuz macht. Dann hat man beide oben. Und jetzt ist es wichtig, dass man hier wieder kreuzt und aber die Fäden müssen gleichmäßig sein. Und dann kann man anziehen und der Knoten hält sehr, sehr gut. Wenn ich ihn aber jetzt wieder öffnen muss, brauche ich bloß hier zu ziehen, wenn man es richtig gemacht hat. Und dann kann ich den Faden rausziehen.